Wir melden uns heute wieder mit unserer kleinen Rubrik 3 Fragen an und sprechen mit Clemens Hellmann. Er ist Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht bei SSBP, Rechtsanwälte und Fachanwälte aus Koblenz, einem Partner des Sportbundes Rheinland. Und er hat vor wenigen Tagen einen Vortrag zu Medien- und Urheberrecht in Social Media gehalten. Rechtssicher auf Facebook und Co. hieß die ganze Geschichte. Wo liegen denn die Schwierigkeiten bei Vereinen beim Umgang mit Social Media, Herr Hellmann? Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten der Vereine liegen bei der Datenschutzgrundverordnung, zum einen der Anwendung und den Anforderungen und zum anderen eben Auswirkungen oder etwaige Auswirkungen bei den Bildrechten. Da ist es so, dass nach bisheriger Rechtsprechung des OLG Köln zumindest sich keine Veränderung einstellt durch die Anwendung der DSGVO. Das heißt, es bleibt also da bei den Rechtsprechungen zum Kunsturhebergesetz. Das heißt, es muss eben entsprechend abgewogen werden, was also hier die Rechte der beiden Parteien betrifft. Das heißt, einmal des Nutzers und einmal des Betroffenen, der abgebildet wird. Weitere Unsicherheiten sind in dem Fall natürlich auch das sogenannte Impressum, also die Anbieterkennzeichnung. Da ist das Problem, dass diese zum Teil unvollständig sind, zum Teil falsche Angaben enthalten. Außerdem ist es so, dass es einen Cookie-Hinweis gibt, der eingeblendet werden sollte bei dem einigen Internetauftritt. Und da ist es eine weiterhin unbekannte Rechtslage, weil eben die E-Privacy-Verordnung bisher noch nicht erlassen wurde. Und insofern da noch Unsicherheit besteht, wie diese einzurechnen ist. Und des Weiteren gibt es Unsicherheiten im Bereich der Marken, inwiefern diese genutzt werden dürfen und in welcher Form das dann also vonstatten gehen kann und außerdem, wie man am besten auf eine Abmahnung reagiert. Bleiben wir mal bei dem ersten Punkt, bei dem Thema Bilder. Worauf müssen die Vereine achten, gerade mit Bezug auf den Abgebildeten, wenn sie Bilder in Social Media nutzen wollen? Da ist es eben so, man muss eben schauen, ob mit der Nutzung dieser Abbildung, also bei einer Verbreitung des Bildes, die Rechte des Abgebildeten verletzen könnte. Da geht es also darum, dass man entweder eine Einwilligung hat oder eben einen Ausnahmetatbestand nach 22, 23 KOG. Das heißt also, wenn man eine größere Versammlung hat oder die Personen nur schmuckes Beiwerk sind, bei einer Landschaftsaufnahme beispielsweise, dann hätte man da keine Probleme. Andernfalls kann man, wenn es also nicht ganz klar ist, eine Abwägung vornehmen, die entsprechend beide Interessenlagen dann zu berücksichtigen hat. Und wenn wir an Markenrechtsverletzungen und Urheberrechtsverletzungen denken, wir beim Sportbund Rheinland haben natürlich auch immer wieder bei unseren Aus- und Fortbildungen dieses Thema im Blick. Wie sehen da die Gefahren aus bei Vereinen, wenn die ja an das Thema Markenrechts- oder Urheberrechtsverletzungen denken müssten? Also beim Urheberrecht ist es so, dass man auf jeden Fall erstmal die Rechtekette überprüfen muss. Also man muss die Werke entsprechend zurückverfolgen bis zum Urheber und dann sich vergewissern, dass der jeweilige Übertragende auch entsprechend dazu berechtigt und befugt war und vor allem auch in welchem Maße das Ganze dann erfolgt ist. Dann sollte überprüft werden, ob eine Verpflichtung besteht, dass man einen Urhebervermerk anzubringen hat. Das heißt also, ob der Urheber bezeichnet werden möchte und wenn ja, in welcher Form. Das ist also zu berücksichtigen. Bei den Marken ist es vor allem so, dass man darauf achten muss, dass diese nicht markenmäßig benutzt werden. Das heißt also, das Ganze so kennzeichnen, als ob man jetzt da die Rechte inne hat zur Nutzung, sondern dann eben entsprechend in der Form, dass also eine Kennzeichnung des Produkts oder eben der Dienstleistung unterbleibt. Das waren sie schon, unsere 3 Fragen heute an Clemens Hellmann, Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht bei SSBP Rechtsanwälte und Fachanwälte in Koblenz.